Ja, hallo und grüß euch. Ich melde mich heute aus der Stadt Salzburg. Wir haben heute einen wunderschönen Tag. Es ist angenehm bewölkt, aber relativ warm, fast schon zu warm für langärmliches Gewand. Und ich habe mir für heute vorgenommen, ich möchte euch meine 7 Lieblingsspots zum Fotografieren der Festung zeigen. Eigentlich stimmt das nicht, es sind eigentlich schon 8, denn am ersten Spot befinden wir uns jetzt ja schon, nämlich am Salzachufer in der Innenstadt, in der Altstadt. Von da aus kann man schon wunderbar die Salzach fotografieren, überhaupt, weil jetzt ja in letzter Zeit da so, ja, wie nennt man das, Strände angeschüttet worden sind, auf denen man wunderbar ganz runter bis zum Wasser gehen kann und da schöne Fotos von der Altstadt aus der Sicht der Salzach machen. Aber jetzt geht's los mit dem ersten Spot, den ich euch zeigen möchte, abgesehen von diesen hier. Wir gehen zum klassischen Spot für Salzburg, nämlich in den Mirabellgarten. Von da aus hat man eine wunderbare Aussicht auch auf die Festung. Gehen wir los! Ja, und während unser erster Spot noch unten in der Stadt selbst gelegen ist, müssen wir für den zweiten Spot schon hinauf auf den Berg, vorbei beim Hotel Stein. Und unser Spot liegt dann direkt über dem Klausentor. Die letzten paar Meter zu unserem Spot gehe ich wieder zu Fuß. Ihr habt es ja zuerst schon gesehen, eigentlich bin ich mit dem Fahrrad unterwegs, weil an und für sich, ja, für die Stadt, gerade für Salzburg, das Fahrrad das optimale Verkehrsmittel ist. Da müssen wir noch ein Stück hinunter. Die Humboldt-Terrasse, auf der ich da jetzt gerade stehe, ist eigentlich eine militärische Anlage und stammt aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Paris Graf Lodron hat damals diese Plattform errichten lassen, um das genau darunter gelegene Stadttor, das Klausentor, zusätzlich zu sichern. Seit Ende des 19. Jahrhunderts wird diese Plattform aber friedlich als Aussichtsplattform genutzt.
zwischenzeitlich immer wieder mal ein bisschen vergessen, weil es ein bisschen abgelegen liegt. Es liegt halt nicht direkt am Spazierweg, der da entlang des Mönchsbergs geht, sondern man muss einen kleinen Abzweiger nehmen und da ein paar Stufen hinuntergehen. Aber dafür hat man einen sehr schönen Ausblick auf die Altstadt, der jetzt auch nicht so ganz typisch ist. Es gibt da entlang dieses Spazierweges, entlang des Mönchsbergs immer wieder mal so Plätze, wo man schön auf die Altstadt und auch auf die Festung sieht. Und ein paar davon sind einfach sehr typisch. In jedem Fernsehbeitrag, der von Salzburg handelt, sieht man diese Aufnahme der Salzburger Altstadt. Aber dieser Blickwinkel von hier ist halt nicht ganz der gleiche Blickwinkel, sondern ein bisschen anders, ein bisschen spezieller. Deshalb zählt dieser Platz da zu meinen Favorites. Während bei den meisten anderen Plätzen oder eigentlich bei allen Plätzen, die wir besuchen, der Zeitpunkt oder die Tageszeit nicht eine so große Rolle spielt, sollte man von dem Platz her oder auf dem Platz nicht allzu spät herkommen, weil die Sonne geht da unter dem Berg oder hinter dem Berg unter. Das heißt, dass die Altstadt immer mehr, im Schatten versinkt. Und natürlich ist dann das Foto nicht mehr ganz so toll. Also eher noch am frühen Nachmittag oder am Vormittag daherkommen. Da werde ich jetzt vielleicht sogar mein Weitwinkelobjektiv verwenden und da mal ein weitwinkeliges Foto machen, weil später kommen wir dann noch an Plätzen vorbei, wo man auch Telefotos machen werden, aber da glaube ich, jetzt darf es durchaus eine Weitwinkelaufnahme sein. Ja, wir bleiben jetzt noch weiterhin am Mönchsberg, gehen jedoch auf die südliche Seite des Mönchsberges zu unserem nächsten Platz. Für das Zitat von Alexander Humboldt, das man da in Stein gemeißelt lesen kann, gibt es übrigens keinen geschichtlichen Nachweis. Also womöglich hat Alexander Humboldt das nie gesagt. Aber inhaltlich, finde ich, stimmt das Zitat. So, bevor ich jetzt aber mich auf den Weg zum nächsten Spot mache, muss ich mir ein bisschen das Hemd ausziehen, es ist echt warm heute. Ich bin jetzt übrigens auf dem Mönchsberg. Der Mönchsberg wird durch das Sigmundstor in zwei Teile zerteilt. Den Mönchsberg Nord und den Mönchsberg Süd. Und wir sind jetzt auf dem Mönchsberg Nord und von dort auf geht es jetzt Richtung Süden, auf den Mönchsberg Süd. Dort wird dann unser nächster Spot sein, den wir aufsuchen, nämlich die sogenannte Richterhöhe. Thank you.
der Richterhöhe haben wir gleich Gelegenheit, zwei Salzburger Markenzeichen zu fotografieren. Natürlich die Festung, eh klar, und direkt hinter der Festung sehen wir den Gaisberg. So, auch da bleibe ich wieder bei meinen 18-200er. Ich glaube, das ist da auch passend, mein Allround-Objektiv. Und ein schöner klassischer Bildausschnitt. Ich versuche die Festung ein bisschen in den rechten unteren Bereich zu legen. Darüber dann der Gaisberg und im Vordergrund ein bisschen grün. Ich glaube, das passt. So, das Ganze nochmal im Hochformat. Wir brauchen ja auch was für Instagram und Co. Oh, dann machen wir den Winkel etwas größer, dann nehme ich rechts das kleine Türmchen noch dazu. Ja, die Richterhöhe hat noch eine kleine Überraschung für uns parat. Da gibt es nämlich Salzburgs einzigsten Weingarten. Ihr habt es richtig gehört, in Salzburg wird auch Wein angebaut. Ja, wenn man von der Richterhöhe hinunterschaut, jetzt kommt schon langsam ins Bild, da ist der Weingarten, der meines Wissens von den Pfadfindern, von Salzburgs Pfadfindern gepflegt wird. Und der Wein soll angeblich gar nicht so schlecht sein. Ich habe selbst noch nicht Gelegenheit gehabt, einen zu kosten. Müsste mal schauen, ob man da als normaler Bürger überhaupt die Möglichkeit hat, den einmal zu kosten. Ja, da habe ich jetzt nochmal einen Platz halt gefunden, wo man noch schön ein spannendes Foto machen kann, weil nämlich da im Vordergrund auch noch diese Zinnen von der Richterhöhe sind. Die nehme ich jetzt in den Vordergrund, dann dahinter die Festung und nochmals dahinter, das kann man ja fast nicht überbieten, dann auch noch der Gaisberg. Eine wunderschöne Aussicht. Ja, perfekt. So, aber jetzt müssen wir ein bisschen eine größere Wegstrecke hinter uns legen. Den jetzt noch ausschalten. Jetzt müssen wir den Berg wechseln. Und schwuppdiwupp haben wir den Berg gewechselt und sind jetzt auf der anderen Salzachseite, und zwar auf der sogenannten Hetwer-Bastei. An und für sich könnte uns die ja schon genügen, denn auch von der Hetwer-Bastei hat man einen schönen Blick auf die Festung. Genügt uns aber nicht, wir gehen noch weiter den sogenannten Basteiweg, bis wir auf der Höhe der Festung wirklich angekommen sind.
So, da hätten wir jetzt an und für sich schon eine ganz nette Aussicht hinüber auf die Festung. Aber das geht noch besser. Wir gehen da drüben nämlich noch wieder ein bisschen hinauf und dann sind wir wieder auf der Höhe oben. Naja, nicht ganz auf der Festungshöhe, aber doch wieder weiter oben als jetzt. So, jawohl, da sind wir. Warum bin ich jetzt noch so weit herübergegangen? Von der Bastei noch da herüber auf den Weg. Naja, da haben wir wieder die Möglichkeit, die Festung, ein bisschen weiter runter, die Festung gemeinsam mit einer Salzburger Ikone, mit einem Salzburger Wahrzeichen zu fotografieren. Und zwar mit dem Untersberg, der da jetzt schön hinter der Festung hervorschaut. Ja, das werden wir jetzt machen. Jetzt schaue ich schnell, was ich da für Brennweite brauche. 50. 50 genügt mir. Dann bleibe ich wieder bei dem Objektiv. Stativ spare ich mir in dem Fall, weil ich kann mich eh schon aufstützen. Und ich nehme jetzt ganz absichtlich nur den Festungsberg ins Visier. Versuche die Dächer darunter alle wegzunehmen. Und rechts schaut dann noch der Untersberg frech seitlich bei der Festung hervor. Ja, passt ganz gut. So, damit haben wir den vierten Punkt auch erledigt. Wenn man den ersten von der Salzach unten nicht mitzählt, dann bleiben noch drei und die drei liegen alle wieder entlang der Salzach. Das heißt, wir müssen wieder von diesem Berg runter und der erste von den dreien ist wieder ein bisschen ein versteckter, den manche wahrscheinlich gar nicht kennen. So, ich bin jetzt ein bisschen nördlich von dem Punkt, wo ich zuerst war, also ein bisschen aus der Altstadt heraus, bei der S-Bahn-Haltestelle Mühlen-Altstadt. Und was die wenigsten wissen oder viele nicht wissen, ist, dass das nicht nur ein Zugang zum Bahnsteig ist, sondern auch ein Fußgängerübergang über die Salzach, also eine Brücke, von der aus man auch schön in die Altstadt hinunterschauen kann. Und das machen wir jetzt. Man muss sich zwar ein bisschen strecken, weil das Geländer doch relativ hoch ist, dafür bekommt man einen einzigartigen und besonderen Ausblick auf die Altstadt. Ich habe da nämlich sogar noch den Mühlensteg dabei, ein bisschen was von dem Stadtstrand, das nehme ich da mit. Leider ist die Kirche im Vordergrund eingehaust. Aber das macht nichts. Ja, und schon wieder geht's weiter. Ihr habt gesehen, ich bin jetzt auf das 70-200 umgestiegen, weil wir entfernen uns jetzt doch ein bisschen von der Altstadt. Und mit der zunehmenden Entfernung sollte natürlich die Brennweite etwas größer werden. Und auch die Bildqualität möchte ich natürlich ein bisschen steigern, indem ich von dem normalen 18-200er auf das 70-200 umsteige. Aber jetzt geht's wieder zurück, runter und wir gehen weiter zum nächsten Bauwerk an der Salzach. Musik.
Seit 2013 gibt es an dieser Stelle die Sohlstufe Lehn, ein kleines Flusskraftwerk. Und über das Flusskraftwerk, oder das Flusskraftwerk ist gleichzeitig auch eine Fußgängerbrücke und eine Radfahrerbrücke, und von da aus hat man auch eine sehr schöne, einen sehr schönen Blick auf die Altstadt. Und ein Vorteil ist, dass eben das keine Brücke ist, somit auch fest gegründet, und man kann da ein Stativ aufstellen. Denn normalerweise auf Brücken mit Stativen arbeiten kann man ja eher vergessen. Weil durch die Fahrzeuge natürlich die Brücke, und selbst wenn es Fußgänger sind, bringen die die Brücke immer zum Schwingen. Und damit gibt es also keine Chance, da ein ruhiges Foto hinzubekommen. Also auf Brücken normalerweise, außer man ist alleine drauf, kann man ein Stativ vergessen. Anders ist es da. Wir sind auf einem Kraftwerk. Das hat ein starkes Fundament und steht solide da. Damit können wir auch ein Stativ gut verwenden. So, schauen wir mal, wie wir das da herstellen, dass wir über das Geländer drüber kommen. Oh, ich glaube, das passt. Ich nehme da wieder mein 70-200. An und für sich ist das da eine sehr schöne Ansicht der Festung, auch vor der Salzach. Jetzt haben wir ein bisschen Pech, weil davor nämlich ein Baukran aufgestellt worden ist. Aber das macht nichts, das Foto mache ich trotzdem, damit ihr einen Eindruck bekommt, wie das da ungefähr ausschaut. So, gehe ich wieder relativ nah. Ja, man kann sogar die Salzach weglassen und nur auf die Festung hinzoomen. Finde ich auch ein schönes Foto. Es hat leider der Himmel wieder komplett aufgeklärt. Wir haben kaum mehr Bewölkung. Aber gut, das Foto ist an und für sich sowieso nur zu Demonstrationszwecken, weil eben der Kran da im Vordergrund eigentlich das Foto mehr oder weniger kaputt macht. Ich könnte es jetzt natürlich noch nachträglich wegretuschieren. Habe ich aber ehrlich gesagt nicht vor. Ihr werdet das sehen, genauso wie es jetzt so ausschaut. Und ich hoffe, wenn ihr daher kommt, habt ein bisschen eine bessere Möglichkeit, da ein Foto zu machen, ohne irgendwelche störenden Kräne im Vordergrund. Gut, das war jetzt der sechste Punkt, dieses Kraftwerk, mit dem Vorteil, dass man da auch vom Stativ sehr schön fotografieren kann, weil das eben ein stabiles Bauwerk ist. Jetzt haben wir noch einen Punkt. Wir gehen dann noch zwei Brücken zurück und fahren bis zurück zur Autobahnbrücke. Da gibt es nämlich drunter auch einen Fahrradweg. Ja, da auf der Brücke braucht man jetzt mit dem Stativ gar nicht anfangen, weil die Vibrationen, das genügt schon, wenn da ein Fußgänger drüber geht, die ganze Brücke schwingt. Darum wäre ich da jetzt nur schnell, jedenfalls von da halt nur ein Foto
Freihand direkt mit dem 70-200 machen. So, aber jetzt gehen wir noch runter direkt an den Strand, direkt an der Salzachufer und machen von da noch ein paar Fotos von der Festung. Ja, das dürfte ein perfekter Platz da sein. Vor allem habe ich da auch einen schönen Stein, der mir eine solide Basis bietet für mein Stativ. Da werde ich jetzt meinen Standardzoom drauf lassen, weil mit 50 mm bin ich da jetzt gut bedient. Da möchte ich gar nicht eine längere Brennweite verwenden, weil ich möchte diese beleuchtete Felsgruppe oder Steinegruppe, die ich da im Vordergrund habe, eben genau als Vordergrund noch mitnehmen. Und das geht sich bei 50 mm gut aus. Jawohl, und das wär's. Wir haben das letzte Foto im Kasten. Ja, und damit wäre ich schon wieder am Ende. Wir haben den 7. Punkt oder eigentlich ja den 8. hiermit erreicht. Der 8. Punkt oder der letzte bietet sogar die Möglichkeit, zwei verschiedene Perspektiven zu nehmen. Entweder von dieser Fahrradbrücke herum oder direkt da jetzt herunten an der Salzach. Den Weg, den wir jetzt miteinander gegangen sind, habe ich per GPS aufgezeichnet und einen Link zu diesem GPS-Track findet ihr unten in der Beschreibung, falls ihr das mal nachgehen wollt. Natürlich müsst ihr nicht genau den Weg so gehen, wie ich gegangen oder gefahren bin, sondern man kann die Punkte natürlich auch einzeln oder in jeder beliebigen Reihenfolge nacheinander anfahren. Ich glaube, das versteht sich von selbst. Falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über ein Like freuen. Falls ihr noch nicht zu meinen Abonnenten zählt, dann schaut euch doch meinen Kanal an. Eventuell ist ja da auch mehr für euch Interessantes dabei. Und ich würde mich jedenfalls auch freuen, euch zu meinen Abonnenten zählen zu dürfen. Vergesst aber bitte nicht, die kleine Klingel zu aktivieren, damit ihr automatisch benachrichtigt werdet, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Fotografieren und wir sehen uns ja dann hoffentlich das nächste Mal auf diesem Kanal. Ciao und führt euch. Ich werde jetzt noch ein bisschen an der Salzach sitzen und den Sonnenuntergang genießen.